Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Und diesmal ist es wieder ein MW3 Gameplay, diesmal von mir gespielt. Es sind nicht ganz so viele Kills, aber mehr als 10, sage ich schon mal im Voraus. Und die KD ist auch ganz okay. Von da aus habe ich sie einfach mal genommen, denn ich möchte mit euch ein neues Thema besprechen. Und zwar, was ist in ein paar Tagen, na, wisst ihr es, die Gamescom, genau. Ich werde auch dabei sein, aber nicht von meinem YouTube-Kanal her, sondern nur privat. Denn ich finde, ich bräuchte ein paar Abonnenten mehr dafür. Sonst lohnt sich das nicht wirklich, weil wenn ich da wahrscheinlich jetzt hingehe für meinen YouTube-Kanal, wird eh keiner kommen. Entweder keine Zeit oder die wissen es nicht, dass ich überhaupt da bin. Von da aus nur privat. Und es werden ja richtig viele neue Spiele kommen. Und die Hits sind bis jetzt ja Battlefield 4. Das ich auch eigentlich sehr interessant finde. Und ich bin auch mal gespannt, wie das wird. Und ich habe gehört, dass die Grafik sehr viel besser sein soll. Und natürlich, worauf ich mich auch sehr freue, ist Call of Duty Ghosts. Ich habe ja den Livestream von Call of Duty Ghosts gesehen, wo die Gameplays gezeigt haben vom Multiplayer. Und das fand ich schon mal nicht so schlecht. Ich finde, es war eine Mischung aus, kann man schlecht sagen, aus Battlefield, Black Ops 1, keine Ahnung. Müsst ihr euch mal selber angucken. Gebt einfach bei Google nur ein Call of Duty Ghost.de oder so etwa und dann seid ihr schon auf der Homepage und da könnt ihr euch den Livestream angucken. Der läuft noch eine Stunde, läuft der. Also der wurde aufgenommen und da hochgeladen. Nicht jetzt, dass er jetzt unendlich lang läuft, so ist es halt nicht. Ja, dann könnt ihr euch auch mal ein Bild davon machen. Aber was ich jetzt auch schon mal interessant finde, ist, ein neues Assassin's Creed kommt ja auch raus. Und zwar Assassin's Creed 4 Black Flag. Wir müssen jetzt schon mal überlegen, wie viel Teil ist das jetzt? Der erste Teil war ja Assassin's Creed, ganz normal. Ist ja, glaube ich, 2007 auch rausgekommen. Dann kam Assassin's Creed 2. Dann Brotherhood, was ich auch gerade let's playe. Revelations kam natürlich danach auch noch. Assassin's Creed 3. Und jetzt dieser Teil halt noch. Finde ich schon heftig, wie viel die ja rausgehauen haben. Und vielleicht werde ich es mir auch holen, aber let's play, ne? Das weiß ich noch nicht, denn ich werde auf jeden Fall Videos von Battlefield 4 und Call of Duty Ghosts raushauen. Denn Call of Duty Ghosts habe ich mir schon vorbestellt. Da man ja auch so eine extra Map noch dazu bekommt. Freefall oder so heißt die. Ja, und da das Vorbestellen genauso teuer ist wie das normale Kaufen, habe ich mir gedacht, scheiß drauf. Bestelle ich es mir einfach mal vor, ne? Ja. Was sind denn da noch für Spiele? Ich glaube, Sims 4 kommt auch noch. Könnte auch für manche interessant sein. FIFA 14 und der Mitbegleiter oder Mitstreiter PES 2014. Also mit FIFA 14 und Pro Evolution Soccer 14, ne? Das sind auch so zwei Wettstreiter gegeneinander wie bei COD und Battlefield. Könnte man jetzt so sagen. Ja. Watch Dogs kommt, glaube ich, da auch noch raus. Das soll auch sehr interessant sein. Mit diesem ganzen Kameras hacken und Feinde markieren, glaube ich, und Informationen über die herausfinden. Das finde ich nicht schlecht. Also, ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß nicht, ob ich es mir holen soll oder nicht. Ich werde mir erstmal die Klassiker holen, wie COD, Battlefield, Assassin's Creed vielleicht. Ja. Final Fantasy 14 kommt natürlich auch noch raus. A Realm Reborn heißt es. Dann Batman Arkham Origins. Also ich habe mir ein paar Titel rausgesucht. Nicht, dass ich jetzt aus dem Kopf wüsste, ne? So viel kann ich mir jetzt auch nicht wieder merken. Ja, da freue ich mich auch schon sehr drüber. Mario Kart 8. Also ich muss schon zugeben, Mario Kart habe ich bis jetzt nochmal auf dem DS gezockt. War aber auch geil. Keine Frage.
Ja. Also mehr Spiele, die jetzt wichtiger wären, wüsste ich jetzt nicht. Und ja. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele von euch so zu Gamescom gehen oder welche Spiele ihr euch schon freut. Schreibt mal in die Kommentare, gebt ein Feedback. Das war's auch schon mit der Runde. Mit einem 13 zu 2. Keine große KD, aber eine geile KD. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao.